Verehrte Zuschauer, herzlich willkommen zu Messe Live TV und Digital Fernsehen TV aus Berlin. Wir melden uns für Sie von der IFA 2012 und berichten hier über die Neuheiten aus den Bereichen Elektrohausgeräte und Consumer Electronics. In diesem Special widmen wir uns einmal den Neuheiten im Bereich der Unterhaltungselektronik. Und aus dem Medienzentrum zugeschaltet ist uns nun IFA-Direktor Jens Heitecker. Herr Heitecker, wie hat sich der klassische Ausstellungsbereich der IFA, nämlich die Consumer Electronics, in den letzten Jahren verändert und mit welchen Highlights wartet die Branche auf? Ja gut, Consumer Electronics sagen wir heutzutage. Früher war es ja die Funkausstellung mit der braunen Ware. Das ist multimedial geworden. Hier auf der IFA finden Sie wirklich die gesamte Bandbreite. Vom TV-Gerät über die Tablets, PCs, über die Handys bis hin zu den Fotoapparaten, sodass wir hier für die Konsumenten und für die Händler alle Produkte der Consumer Electronics anbieten. Und das steht natürlich dann auch für die Entwicklung der IFA. Das heißt, Sie finden hier einen größeren Bereich, einen multimedialen Bereich, wie es ihn zuvor nicht gab. Und wenn wir dieses Jahr auf die Innovationen schauen, es gibt sicher zwei Bereiche, die besonders große Treiber sind. Das eine sind neue Display-Technologien. Wir reden hier über Super HD, egal ob es über 4K, 4K oder über OLED geht. Mit diesen neuen, höher auflösenden Displays werden größere Fernseher möglich und es wird auch in wenigen Jahren für den Massenbetrieb auch brillenloses 3D möglich werden. Und wir sprechen natürlich über die Vernetzung aller Geräte. Das heißt, für den Konsumenten wird es viel einfacher, seine Musik, seine Videos oder was auch immer er an Content hat, von einem Gerät zum anderen zu bewegen. Und wo auch immer er ist, mit welchem Gerät in der Hand auch immer er die Musik, den Film genießen möchte, es dann auch so zu nutzen. Damit zurück zu Ihnen. Ja, und damit vielen Dank ins Medienzentrum zu Jens Heitecker. Unsere IFA-Reise, die geht jetzt auch schon weiter. Und zwar schalten wir zu Halle 4.2, zu Sony. Dort steht Dennis Schirmacher für uns. Dennis, welches Highlight gibt es bei Sony zu bestaunen? Ja, ich bin hier am Stand von Sony und im Hintergrund sieht man es schon, es ist ein riesiger Fernseher. Der hat 84 Zoll, das ist eine Bilddiagonale von über 2 Metern. Und der ist nicht nur extrem groß, der hat auch eine extrem hohe Auflösung. Also es sieht so aus, als wäre die Zeit von Full HD mit 1920 mal 1080 Bildpunkten schon vorbei. Dieser Fernseher hat die vierfache Full HD-Auflösung. Das sind sage und schreibe 3840 mal 2160 Bildpunkte. Das sind 8 Millionen Bildpunkte dann zusammengerechnet. Full HD hat 2 Millionen Bildpunkte. Das hat den Vorteil, dass wenn man wirklich mit der Nasenspitze vor dem Bildschirm klebt, dass man keinen einzelnen Bildpunkt erkennt und das ist ungemein klar. Und für die 3D-Darstellung hat es auch noch einen Riesenvorteil. Sony setzt bei diesem Gerät auf die Polfiltertechnik, die ja bekanntlicherweise die Auflösung halbiert. Aber da die Auflösungsreserven so hoch sind, hat man immer noch ausreichend Reserven für ein extrem hoch aufgelöstes 3D-Bild. Und wie man im Hintergrund auch sieht, die Soundleisten sind extern installiert. Das heißt, der Fernseher spielt auch satt auf und hat dann neben dem extra scharfen Bild halt dann auch noch einen knackigen Ton. Und das Gerät soll Anfang 2013 in den Handel kommen, wird natürlich dann etwas mehr kosten als ein herkömmlicher Fernseher, aber das ist bei einer derartigen neuen Technologie ja auch klar. Und es fehlt leider auch noch ein bisschen an 4K-Inhalten. Das heißt, der Fernseher hat aber dafür einen Bildprozessor eingebaut, der kann Signale von etwa einer Blu-ray-Disc hochrechnen auf diese 8 Millionen Bildpunkte und das sieht wirklich richtig beeindruckend aus. Das wäre es erstmal von meiner Seite und damit zurück zu Sebastian. Ja, dann vielen Dank, Dennis, dir in Halle 4.2 von Sony. Unsere kleine IFA-Reise, die geht jetzt auch schon weiter und zwar schalten wir zu Halle 20. Das ist die Halle von Samsung und dort steht Christian Trotzinski. Und wie ich gerade schon hören kann, Christian, bei dir ist es ziemlich laut, oder? Hallo Sebastian, da hast du völlig recht. Die Lautstärke ist ohrenbetäubend, die Menschenmassen drängen sich nur in diese Halle, aber das nicht ohne Grund, denn Samsung präsentiert dieses Jahr eine echte Weltpremiere. Die ersten OLED-TVs in 55 Zoll, bislang war ja 15 Zoll das Maß der Dinge in diesem Display-Segment. 55 Zoll ist jetzt auch für das Wohnzimmersegment interessant. Die OLED-Technologie gilt als Nachfolger der Plasma- und LED-LCDs. Es werden praktisch beide Vorteile im Bild und in der Energieeffizienz in einem Gerät vereint. Zudem sehen die Geräte natürlich totschick aus und weisen eine Aluminiumrückwand auf. Das heißt, auch die Verarbeitungsqualität ist nahezu makellos. Wann die Produkte in den Handel kommen soll, darüber schweigt sich Samsung noch aus. Wahrscheinlich 2013 wird der Startschuss fallen.
richtig für das Massenmarktsegment wird es erst in den nächsten 2 bis 3 Jahren interessant, denn die ersten Geräte kosten leider nur knapp unter 10.000 Euro. Aber man kann ja schon mal anfangen mit Sparen. So viel von Samsung und den ersten OLED-TVs. Zurück zu dir, Sebastian. Ja, Christian, dann können wir tatsächlich schon mal anfangen zu sparen. Wird also nicht ganz billig. Vielen Dank dir in Halle 20. So, verehrte Zuschauer, das war es dann auch von der IFA 2012 hier in Berlin zum Thema Unterhaltungselektronik. Soweit unser Special. Mehr Sendungen finden Sie aber auch zum Abruf im Internet. Sie sehen es hier eingeblendet. Schauen Sie rein. Wir melden uns wieder mit Neuheiten und Innovationen hier von der IFA aus Berlin. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.